Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly. Und heute, liebe Leute, ja, beschäftigen wir uns mit dem Thema Sandbox und DevTools. Ich wurde immer mal wieder gefragt, Sly, wie machst du denn das? Ich hab keine Ahnung. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin unvorbereitet. Ich baller das jetzt auch rein. Also, wir gehen erstmal rein in Optionen. Schauen wir mal gerade. Nein, da ist noch was. Spiel. Da, Spiel. So, genau. Also, erstmal müsst ihr ein Spiel öffnen und dann geht ihr in Optionen und geht ins Spiel. Und hier unten gibt es den Sandbox-Modus. Aktivieren. Und da werdet ihr gefragt. Ey, der Sandbox-Modus wird für diesen Speicherstand aktiviert. Yo, möchte ich. Yo, möchte ich. Erstelle jetzt vor ein Backup. Wenn ihr... Denn es gibt Sachen, da musste ich in meiner Kolonie auch erst rumprobieren im Sandbox-Modus. Ob das an dieser Stelle da so hinpasst oder auch so funktioniert. Dann habe ich mir ein Backup erstellt und habe mit Sandbox-Modus rumexperimentiert. Solltet ihr machen. Seid ihr aber nur am Basteln, dann macht einfach nur Sandbox-Modus. Thema durch. Da braucht ihr dann kein Backup. Aber ich finde es schön, dass das Spiel euch extra nochmal danach fragt. Das solltet ihr auf jeden Fall machen. So. Wir tun das jetzt einfach mal nur aktivieren. So. Das haben wir jetzt nämlich auch getan. So. Jetzt haben wir Folgendes bekommen. Und zwar hier oben den Knopf. Und ihr seht, Sandbox-Modus umschalten. Stand jetzt, habe ich noch nichts, aber wenn ich hier draufklicke, zack, seht ihr, ist hier unten, sind die Sachen hingekommen. Jetzt kann ich hier pinseln, jetzt kann ich hier sagen, ja, CO2, geil. Guck mal, CO2. Was passiert, wenn wir CO2 kochen? Es wird sehr heiß. Okay, schauen wir mal. Na, ja, 700 Grad CO2, da 1500, da gehen ein paar Temperaturen runter, aber da geht einiges. So, habe ich da jetzt einfach mal hingemalt. Kann man ja mal machen. Warum auch nicht? So, jetzt habe ich hier verschiedene Sachen. Ich kann zerstören, pinseln, sprühen, Mustern füllen. Ich kann sogar spawnen lassen, wenn ich will. Ne, wenn ich Bock habe, hier ein Tier, Schufelmaus, zack. Das ist sehr dope. Ich will eine Schufelmaus. Zack. Die ist jetzt wild. Die ertrinkt jetzt. Ganz wie Schufelmäuse. Mich wundert, dass die nicht bei dem Magma sterben. Ich meine, eine 400 Grad heiße Schubwühlmaus, ne? Das ist schon viel. Ich meine, er trinkt. Aber 800 Grad heißes Eiweiß? Okay. Das hat sich gerade von alleine erledigt. Gut, bin ich beruhigt. Kann man dann alles machen. Wir können den Boden leeren. Ui, alles weg. Also das ist das Schöne am Sandbox-Modus. So, jetzt gibt es im Sandbox-Modus, aber ich muss mal gerade schauen. Es gibt da Befehle. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Shortcuts dafür waren. Die konnte ich auch irgendwo mal rausziehen. Wie viel Hitze willst du haben? Ja, vollkommen korrekt. Wir sind natürlich wieder live. Jetzt muss ich gerade schauen. Spiel. Sandbox-Modus aktiviert. Es gibt aber Steuerung. Genau da. Da gibt es nämlich so ein, zwei Sachen, die finde ich tatsächlich ganz passend. Und zwar benutze ich ganz gern Steuerung 4. Das ist der Debug-Modus, das ist der Sandbox-Modus. So, hier sehen wir, haben wir das hier. Aber. Kopieren, entfernen, aufdecken. Es gibt also auch Shortcuts, wie ihr seht, hier drin. Ne? Ich glaube, ich konnte auch irgendwo direkt. Ich meine, ich mache immer Steuerung F4 zum Direktbauen. Muss ich gerade mal schauen. Oder war das immer nur eine blöde Gewohnheit von vorher? Hey, ich bin nur so halb. Debug-Modus, UI-Toggle. Gab es auch Steuerung U, was ich benutzt habe? Ah, da, Debug Instant Build Mode, genau, das ist F4-Steuerung, was ich immer mache, genau. Damit ich halt, ich bin jetzt gerade nicht sicher. Abbrechen. Jetzt muss ich gerade schauen, tue ich schon automatisch bauen? Ja, tue ich schon. Okay, weil das würde ich nämlich jetzt mit Steuerung F4, würde ich das aktivieren, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und es gibt auch noch einen schönen Knopf, der heißt Steuerung U. Den kann ich euch auch noch einmal zeigen. Den finde ich auch tatsächlich super wichtig. Spiel... Steuerung U, wo bist du? Steuerung U, wo bist du? Ich glaube, ich bin nicht sicher, wo du bist. Bist du auch im Debug? Da.
Ne, Ultra-Testmodus ist Steuerung, doch. U plus Steuerung. Das ist mehr Geschwindigkeit. Ne? Also, ihr denkt schon, das ist schnell. Steuerung U. Langsam. Schnell. Also, das ist schneller als das hier oben. Sieht man mal in Bereichen, in denen mehr Leben ist. Ne, ihr seht das hier. Schnell, langsam. Das kann man auf jeden Fall gut machen. Da kann man mitlaufen lassen. Das finde ich, sind zwei wichtige Befehle. Steuerung U und Steuerung F4 zum Direktbauen und Beschleunigen. Das geht aber natürlich nur, wenn ihr im Sandbox-Modus seid. Ne? Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ansonsten, so kommt ihr in den Sandbox-Modus. Einen wunderschönen guten Abend, ganz alter Mann. Du hast es auch direkt ins Aufnahmevideo geschafft. Genauso wie Pete eben mit ganz viel Hitze. So. Und jetzt gibt's was Schönes. Und zwar, wenn man rumexperimentiert will. Man sucht sich da meistens ja irgendeine leere Ecke. Ne? Man macht dann so wie hier. Wir haben jetzt das DevTool, also why not usen. Drei, zwei, eins, zerstören. So. Doch es darf nicht mir gehören. Ah ja, wischen wir. Das ist auch ganz schön. Wischen geht auch gut. Zack. Was? Normalerweise geht Flüssigkeiten wischen doch richtig gut. Ah, okay, es war nicht aktiv. Steuerung F4. Von eben gerade dieses Instant-Build und so weiter. Das gilt dann auch hierfür. So, zack, die ganze Magma mal weg. Denn ich habe keinen Bock da drauf. So, wir zerstören jetzt hier im Kleinformat, bitte. Danke, du gehst weg, du gehst weg. So, jetzt haben wir hier eine freie Fläche. Tudüt, sehr nice. So, jetzt möchte ich mir hier, warum auch immer, irgendwelche Maschinen hinstellen. Warum? Habe ich Bock drauf. Why not? Ist mein Shit. I do it. So, jetzt sage ich so, geil. Ich möchte Maschinen haben. Ich möchte hier einen Wasserstoffgenerator haben. Dann möchte ich, keine Ahnung, alles mögliche haben. Also, wir zeigen euch die DevTools jetzt erstmal. Machen wir es lieber so. Es gibt DevTool für Strom. Da kommt ganz viel Strom raus. Ne? Wir haben hier, da unter Strom, seht ihr das DevTool. Hier findet ihr nichts. Aber wir haben beim Sanitär noch eine Flüssigkeit-DevTool und genauso beim Gas, ein Gas-DevTool. Mega cool, weil, und da möchte ich jetzt ein bisschen bei euch drauf eingehen, hier kriege ich erstmal ganz viel Strom und kann einfach Dinge anschließen. Hier kann ich mir Flüssigkeiten aussuchen. Diese Flüssigkeitspumpe pumpt jetzt einfach alles raus, was ich hier anklicke. Also, der Bock. Pass auf. Hier, du pumpst mir jetzt. Der braucht keinen Strom. Was will ich flüssig haben? Denk dran, flüssig. Heißt also, na, ich will Visco-Gel haben. So, hey. Und er so, ja, klar, kein Problem. Kälteschaden. Und baut sich direkt auf. Minus 29 Grad. Läuft. Das sind die besten Dinger. Okay, wir nehmen mal gleich was Heißes. Zerlegen. Guter Sly. Das sind die guten Momente für die Aufnahme. Zeig mir, was für ein Vollprofi du bist. So, wir bauen das Ding mal aus Thermium. Aus obvious reason. So, wir haben jetzt Bock auf Uran. Flüssig. Kein Problem. Da, flüssiges Uran. Warum nicht? Was, wir wollen kein Uran? Wir wollen flüssigen Stahl? Auch das kriegen wir hin. Ist ein bisschen heiß, aber kein Problem. Mach mal. Boden. Zack. Erstmal gerade alles wegmachen. Mal an und für sich. Da, flüssiger Stahl. 1700 Grad. Was? Das reicht euch noch nicht? Kein Problem. Flüssiger Sauerstoff kriege ich auch noch drauf. Ob das jetzt so klug war? I don't know. Wo habe ich noch C? Im Vakuum, sehr schön. Füllen. Hey, ich habe keinen Bock auf irgendeinen anderen Shit. Danke. Wie wär's denn mit, worauf haben wir denn richtig Bock? Flüssiges. Hm.
Also ich kann wirklich jeden Rohstoff, der flüssig sein kann. Saccharose, flüssiger Zucker. Hä? Warte mal, ich muss mal gerade den Sauerstoff wieder wegmachen. Es sollte eigentlich nur Sauerstoff. Ich bin surprised, dass er... Warum macht der CO2? Habe ich hier Sau... Warte mal, was habe ich hier angeklickt? Saccharose. Öl? Petroleum? Ach, es flippt schon. Sauergas? Natürlich! Warum nicht? Wieso nicht gleich? Okay, ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich muss mal gerade mein Problem beheben. Sauergas und über heiße Temperaturen sind nicht so geil. Hat man dann nicht so viel Bock drauf. Also ich nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich für meinen Teil, nicht so großer Fan. Sparen wir uns mal. Vakuum, 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 Vakuum. Ganz viel Vakuum. Zack, zack. So, zack, wieder Vakuum. Sehr schön. Schön an so ein Dev-Tool. So, das Ganze haben wir ja nicht nur für Flüssigkeiten. Nein, natürlich haben wir das Ganze auch für Gase. Aber das ist cool. Damit könnt ihr zumindest arbeiten. Damit könnt ihr halt auch wirklich die verschiedensten Dinge nachher zusammenbasteln. Ne? Indem ihr einfach sagt so, boah, ich möchte das ausprobieren. Da kriegt ihr, ihr müsst halt keinen... Früher hat man halt einfach einen Rechteckkasten gemacht, ne? Hat da eine Pumpe reingesetzt und dann das Zeug per Hand manuell über Muster füllen etc. reingefüllt und hat abpumpen lassen. Das erleichtert nicht einiges. Ihr seht hier, es ist schon eingeteilt in Sauerstoff, verschmutzten Sauerstoff plus was immer ihr wollt. Was? Ihr wollt flüssiges Gas? Stahl? Na klar. Flüssiger Stahl. Bitte. Nur für euch. In der Luft. Schwermetallniederschlag. Nicht atembares Gas. Es ist zu funny. Stahl in der Luft. ja, funny Aspekt. So, so kommt ihr da rein und damit könnt ihr verschiedensten Sachen machen. Damit könnt ihr halt die Dinge tun, mit denen ich eure, die ganzen Erklärvideos mache, mit denen ich euch gezeigt habe, wie ihr wo reinkommt. Ist eigentlich ein ganz cooles Tool. Kann man nutzen. Ihr wisst jetzt, wie ihr reinkommt. Ihr solltet es Fragen dazu geben. Einfach mal unten in die Kommentare posten, liebe Leute. Und ansonsten... Ihr seid herzlich eingeladen, auch gerne mal im Stream vorbeizuschauen. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Jeden Dienstag, jeden Mittwoch ab 18 Uhr, jeden Sonntag ab 16 Uhr sollte es mal nicht der Fall sein, dass ich streame oder einen Sonderstream einlege. Erfahrt ihr das natürlich über Discord, Social Media etc. Die stehen auch alle weiter unten in diesem wunderbaren Kommentarfeld. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es ein weiteres Erklärvideo gibt von eurem Sly. Und solltet ihr einen Wunsch haben für ein Erklärvideo, auch unten in die Kommentare. Empfehlt mich weiter, das würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sly.